Hallo, heute geht es um Doppelschläge. Wie der Name schon sagt, zweimal rechts, zweimal links, zweimal rechts, zweimal links. Doppelt rechts, doppelt links. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, links. Macht möglichst große Bewegungen, lasst die Stöcke hüpfen. Der Rebound heißt, die Stöcke hüpfen vom Fell oder vom Pad weg. Ja? Zweimal rechts, zweimal links. Langsam anfangen. Und dann ganz langsam schneller werden. Langsam schneller werden. Je schneller ihr werdet, umso kleiner wird die Bewegung. Okay, wie geht das so schnell? Das ist der Trick. Der Trick dabei ist, die Stöcke hüpfen zu lassen. Ja, wie schon gesagt. Konzentriert euch nicht auf den zweiten Schlag, sondern eher auf den ersten und lasst den zweiten Schlag passieren. Lasst ihn einfach hüpfen. Ja? Versucht erstmal nicht den zweiten Schlag genauso laut machen wie den ersten. Der ist von Natur aus leiser, ja, weil der hüpft nach. Und so lassen wir es. So belassen wir es erstmal. Ja? Eine sehr gute Übung hierfür ist, erstmal mit Einzelschläge anfangen. Das heißt, pro Hand einen Schlag in langsamer Geschwindigkeit. Und dann wechseln wir zu Doppelschlägen. Die Handbewegungen bleiben gleich, nur wir machen statt Einzelschlägen, Doppelschlägen. Das heißt, wir lassen den Stock pro Hand nochmal abprallen. Einzel, rechts, links, links, doppel. Rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links. Gefühlt bleibt immer bei rechts, links, egal ob ihr Doppel- oder Einzelschläge macht. Rechts, links, 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 rechts, links. Ja? Ihr macht quasi pro Bewegung zwei Schläge. Bam, 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 bam. Okay, ihr könnt einen Takt Einzelschläge machen, einen Takt Doppelschläge. Eins, zwei, drei, vier. 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 Oder zwei Taktik. Eins, zwei, drei, vier. 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 Eins. Oder Halbtaktik. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja? Oder gemischt. Okay, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.